Ja, heute dreht sich alles um den Film Hatchet. Hatchet ist ein Film aus dem Jahre 2006, hat eine Lauflänge von ca. 81 Minuten und ist ein, ja, Splatter-Film. Man könnte auch sagen, ein Fun-Splatter, so wie ich es sagen würde. Und Regie führte Adam Green. Und in dem Film geht es darum, dass zwei Freunde auf eine gruselige Sumpftour gehen. Dort sind natürlich noch andere Leute drauf. Die stranden dann allerdings an dem Sumpf. Natürlich, das Ganze spielt in der Nacht. Und ja, dann gibt es noch die Legende von Victor Crowley, einen missgestalteten Mann, könnte man mal so sagen, der mit einer Axt da immer rumläuft und alle Leute abmurkst. Und die Legende beweist sich irgendwann als wahr und dann laufen halt alle da durch die Gegend, durch die Sumpfgegend und dann geht's auch schon los. Mehr kann ich verraten. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Und ja, also man muss sagen, der Film ist, ja, der hat schon Potenzial, der ist schon an vielen Stellen sehr lustig, kommt auch mit ein paar dümmlichen Dialogen her. Und ja, ist daher auch halt ein Fun-Splatter-Film. Die Effekte, die es gibt, die Blut-Splatter-Effekte, sind alle handgemacht. Ich habe da keinen computeranimierten Effekt gesehen. Das ist auch sehr schön bei dem Film. Und die Effekte, die drin sind, sind auch relativ hart, muss man sagen. Also, dass die FSK da gesagt hat, den winken wir so durch. Ich meine, okay, die Effekte, es hält sich in Grenzen, es sind nicht übermäßig viele, aber die, die da sind, die haben es in sich. Ja, der Film ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde nur, er lässt auch diesen Funken wieder nicht richtig überspringen. Das ist auch das Problem. Ja, und also, wenn man mit ein paar Leuten einen lustigen Fun-Splatter gucken will, kann man sich den abends mal gerne einlegen und dann angucken. Für alleine geht er natürlich auch. Aber irgendwie ist es nicht das Groß-Event. Und deswegen habe ich auch lange überlegt, was ich dem Film gebe. Daher, dass ich ihn aber persönlich trotzdem sehr gut fand, na, was heißt sehr gut, aber relativ gut fand, gebe ich diesem Film 7 von 10 Punkten. Ja! So, dann könnt ihr mir natürlich noch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr was schreiben müsst, wie ihr spoilern müsst, schreibt davor Achtung Spoiler, weil es gibt Leute, die haben diesen Film noch nicht gesehen. Mein Name ist IkarusPG und man sieht sich später und tschö.